Oh, gute und willkommen zum neuen Stream. Heute ist Samstag, ich streame ein bisschen weiter. Das letzte Mal, was ich gemacht habe, war gestern... Das letzte, was ich gestern gemacht habe im Stream, war dieser Ender Tank. Bedeutet, das Gegenstück steht im Ender. Im Nether steht er. Also nichts Gescheites, quasi. Das war die Zockermama, die gibt's auch. Also, was nichts Gescheites, natürlich. Also bedeutet, der steht auf dieser, auf der Pumpe, auf der Lavapumpe. Und alles, was in dem Tank unten ist, wird automatisch hierher übertragen und füllt hier das Lavafass und damit unsere ganze Maschinerie. Und ja, wie ihr seht, funktioniert einwandfrei, wunderbar. Ich könnte jetzt auch das Ding hier anlaufen lassen, um dann mehr Obsidian zu produzieren, aber das muss ich im Moment nicht machen. Ich mach mal hier lieber, befüll mal hier das ganze Gedönse. Jetzt mal verkimmt, ne? Und hier haben wir auch die, die Erweiterung installiert. Damit das, ist das mal hier drin, oder? Passiert ja nichts mit Salz, können wir wahrscheinlich gar nicht durchjagen. Was ist denn das? Ein Goldcoin, wo hab ich den denn her? Ja gut, ist egal. Also wie ihr seht, dann ist auch der die höchste Erweiterung drin, damit es hier, das geht jetzt hier ratzi fatzi, rucki zucki und das ist alles sehr schön. Was ich jetzt machen möchte heute ist, ich möchte auf meinen Gewerkschaften hier, meinen Gerätschaften hier, Energie drauf machen, damit ich nicht die Dinge immer reparieren muss. Und jetzt muss ich mal in das schlaue Buch reinschauen. Wo habe ich denn das hingeschmissen? Erweiterung ich da drauf machen kann. Man kann nämlich dann das aufladen mit Energie und dann verbraucht das Ding in die Energie verbraucht nicht mehr die Energie von dem Material, sondern er braucht die reine Energie, die aufgeladen ist. Muss ich mal gucken, Flux, also das Flux, was haben wir denn da? Tools must have, Und zwar eine Leadstone Energy Cell. Und die müssen wir hinbekommen, Leadstone Energy Cell, gucken wir mal. Thermal Expansion, oder? Yep. Und zwar hätte ich gerne, wir hatten der 400, so ein Hardened Energy Cell, oder? Oder Redstone Energy Cell, das wäre natürlich auch genial hier. Da brauchen wir eine Energy Cell Frame. Ja, das ist ja die Scheiße. Ich sehe schon den Energy Cell Frame. Oh, Redstone Energy Cell Frame. Der ist doch live Redstone. Ja, das ist ja das, was wir überhaupt nicht tun. Transposer. Was der ganze Dings rein da. Ach, das ist natürlich hart. Ja. Harten Energy Cell. Wie wir die denn hin irgendwie? Geht 2 Millionen rein. Wäre natürlich genial. Die wäre natürlich sehr schön, wenn die hier funktionieren würde. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Jetzt schnell. Das rutscht so. Oh, so ist die, oder? Ten Frame Full muss der sein. Ah, Redstone Energy Cell. Cell. Redstone Energy Cell. Und da muss sie voll sein. Ah. Ja, ich verstehe nicht. Redstone Energy Cell. Frame. Ach, das ist hier unten. Machine Frame. Redstone Energy Cell Frame. Da ist es. Oh, das geht ja relativ einfach. Elektrum. Oh, wie fülle ich denn die Scheiße? Das wird natürlich Flut Transposer. Wie kriege ich denn das zustande? Ach, das ist das Colored Block of Redstone. Magma Crucible. Flut Transposer. Mhm. Nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Smeltery geht nicht.
Liquid, ja, das ist mir schon klar. Magma Crucible. Dann könnte ich hier die Dings reinschmeißen. Das wird natürlich gehen und dann rausnehmen, eventuell mit Dings. Magma Crucible. Dann machen wir den Zustand da. Let's Dynamic Cell. Machine Frame haben wir ja noch. Nether Bricks habe ich. Invagiers habe ich kein Invagiers. Habe ich denn noch Invagiers? Irgendwo rumfliegen? Wie sieht denn Inva aus? Da, ne, da, ne, da. Oh, nicht. Da ist Inva. Muss ich auch nochmal gucken, wie kriege ich Inva? Muss ich nochmal gucken. Oh, da haben wir ja ein Stück. Ich noch mal gucken, wie ich Inva zusammenbekomme. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, wir machen dieses Magma Crucible. Beziehungsweise, wir können erstmal hier die harten Energies drin machen. Immer. Eins nach dem anderen, wie man die Klöße isst, ne? Ich glaube, mache ich die Redstone, mache ich nur für meine Waffe, oder? Die Hardened Energy Cell ist mit eingeschlagen für. Ich mach die erstmal. Ich glaube, das ist besser. Hardened Energy Cell. Energy Cell mit Inva. Redstone Energy Cell. Und Redstone Energy Cell. Energy Cell Frame. Hab ich denn jetzt schon Energy Cell Frame? Hab ich noch nicht stehen hier, oder? Ja, nein, doch. Es ist Machine Frame. Das ist was anderes da. Ja, scheiße. Ja. Machen wir erstmal die Lidstone Energy Cell. Energy Cell Frame. Ein Rot. Block. LED Ingot. Hab ich ja. Redstone Block und dann Redstone Energy Cell und Frame, dann Glas war noch das Glas muss ich dann nehmen, das da oder das ist egal, mal gucken, weiß schon genau so und natürlich nicht so. Ach, LED brauche ich. Ich brauche ja LED. LED. LED Ingot. Ich habe nur 12 Stück. Was? Das kann nicht sein. Ich kann schon gerade sagen, ich habe doch hier tausende von Zeug hier. So. 2 Stück. Dann machen wir aus der Leadstone Energy Cell machen wir eine Hardened Energy Cell. Mit Inva außenrum. Stück. Und aus der Hardened Energy Cell würde ich dann gerne Redstone machen, aber das geht nicht, weil dann brauche ich nämlich dieses Scheißding. Ja, langweilig. Hardened Energy Cell. Kann man da irgendwas draus machen? Kann man nicht. Muss ich schon irgendwo reinschmeißen, das ist auch doof. Ne, dann nehmen wir die Hardened Energy Cell Frame. Machen wir eine Energy Cell. Hat ein Energy Cell. Schon gemacht oder nicht? Warum habe ich denn hier nur ein Energy Cell Frame? Nee, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich aber nicht. So. Jetzt hänge ich jetzt mal hier irgendwo an Strom dran. Muss ich hier irgendwo dran hängen? Ich glaube schon, ne? Haben wir da noch irgendwie. Brauche ich noch mal so ein Energiedingensbummens? Dann häng ich hier mal. Ne, muss ich ja kurz dran hängen. Ich muss hier erweitern. So. Hab ich denn hier ein. Hier Modifier Remaining. Das ist natürlich genial. Und da kann ich da nicht dran hängen, weil das hier nicht ist. Ja. Kann ich das aufladen oder? Mal gucken. Mal schnell schauen. Ja. Wo ist mein Fehler? Leadstone, also eine Leadstone Energy Cell.
Geht nur Leadstone. Meine Leadstone hat doch nur 400.000. Ich will eine Größe haben. Probieren wir nochmal mit einer Leadstone. Fehler gemacht wohl. Naja, gut, ist nicht so schlimm. So, Leadstone Energy Cell. Beziehungsweise Hardened Energy Cell. Das hier, Elektrum Ingot. Elektrum. Wow. Und dann können wir hier mal so, so, so. Redstone brauche ich noch ein bisschen. Redstone. So, so und so. Zwei Stück. Dann Kupfer habe ich noch nicht. Kupfer brauchen wir auch ein bisschen. So. 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 Nee. So. Redstone Energy Cell Frame. Hä? Wollt ihr mich verarschen jetzt, oder? Was, ich muss erst das noch machen. Aber fehlt mir ein Block of Redstone. So, und jetzt kann ich das Ding. Redstone Energy Cell. Was können wir jetzt mal gucken hier? Ich will doch keine Redstone Dingsbums da reinpacken, oder doch? Vier. Das will ich nicht. Ich will mehr. Ich will mehr! So, Leadstone. Eine Hardened. Inwas und Leadstone Energies. Ah, da haben wir es doch schon. Inwas hab ich aber keins mehr. Also. Jetzt muss ich auch mal gucken. Ich hab kein Inwas mehr, wie ich Inwas zusammen bastel. Besser aus. So. So. Jetzt kann ich die harten Energy Cell da reinpacken und das geht nämlich nicht. Kann ich halt mehr reinpacken, verstehe ich nicht. Geht nur noch die Leadstone oder was? Energy Cell. Geht dann rein. Aha. Okay, also nur noch Leadstone geht. Alles klar, gut zu wissen. So, also machen wir Leadstone Energy Cell. Da geht halt nur Leadstone rein. Den Rest schmeiß ich halt hier rein. Ich kann mal immer wieder gebrauchen. Ist ja nicht schlimm. So, ich werde sogar wahrscheinlich noch mehr machen. Was ist jetzt hier? Hier? Ist da was? Jetzt geht's los. Lux. 400.000 RF. Das ist so wenig. Das ist halt blöd, ne? Aber es geht nicht mehr. Geht entweder die. Mal schon mal gucken. Kann man ja immer wieder gebrauchen, aber wie sieht das denn mit dem anderen Ding aus? Sieht's aus mit dem Dingensbogens hier? Lux. Fluxkapazitor oder Leadstone Energy Cell. Fluxkapazitor. Wie sieht's damit aus? Fluxkapazitor.